3, Larox und 96 notiert die 4, Orela und 208 für 10 die 6, Ayla. So, die Kandidatinnen sind jetzt auf dem Hauptgelauf und der Start ist erfolgt zum ersten Rennen. Die Prix German Tot an der 2000-Meter-Marke, Lacrimosa an der Innenseite und ganz außen Teddy Lee in vorderster Linie. So geht es gleich auf den ersten Bogen zu. Lacrimosa, die Favoritin vorneweg mit Philipp Minerik. Dahinter an der Innenseite Wiesenlärchen, zweiter Position. Außen daneben galoppiert dann Oriental Cat vor weiter innen Larox. Außen daneben Teddy Lee. Dann sieht man Ayla und am Ende des Feldes galoppiert Orela. So sind die Pferde aus dem Scheitelpunkt heraus galoppierend und gleich in die Gegenseite hinein unter der Führung von Lacrimosa. Lacrimosa zeigt den Weg mit etwa 3 Längen, dahinter in zweiter Position Oriental Cat. Drittes Pferd ist dann Wiesenlärche. Dahinter sieht man dann an der Außenseite Teddy Lee, weiter innen dann Larox vor Ayla und Orela am Ende des Feldes. Die Kandidatinnen haben gleich den Mittelpunkt der Gegenseite erreicht. Unverändert ist Lacrimosa an der Spitze. Dahinter in zweiter Position Oriental Cat. Innen ist dicht auf. Dann Wiesenlärche vor Teddy Lee, Larox. Und dahinter sieht man dann Ayla gemeinsam mit an der Innenseite Orela. Die Pferde kommen gleich in den Hornerbogen hinein, in den Schlussbogen. Lacrimosa weiterhin bestimmend. Lacrimosa führt. Dahinter bleibt in zweiter Position Oriental Cat. In den Wiesenlärche vor Teddy Lee, dann Larox, Ayla und Orela am Ende des Feldes. Man orientiert sich in Richtung des Einlaufs. Lacrimosa hat unverändert alles unter Kontrolle. Dahinter Oriental Cat in zweiter Position. Dann das Duo bestehend aus Wiesenlärche und an der Außenseite Teddy Lee, die lässt sich anschieben. Dann sieht man Larox, Orela und Ayla jetzt am Ende des Feldes. Aber Lacrimosa marschiert noch in guter Haltung. Es geht in den Einlauf hinein. Lacrimosa mit dem Kommando dahinter in zweiter Position. Oriental Cat, die versucht zu folgen. Lacrimosa hinten an den Rails ist an der Spitze mit Philipp Minerik. Wiesenlärche rückt jetzt näher heran, aber Lacrimosa ist weiter vorne. Die letzten 300 Meter, Lacrimosa hat unverändert einen deutlichen Vorteil vor Wiesenlärche. Dahinter kommt dann an der Außenseite auch Larox, aber unverändert Lacrimosa. Lacrimosa wird ihr Startziel nach Hause kommen mit Philipp Minerik. Lacrimosa gewinnt für Christian Sprengel und Philipp Minerik im Sattel. Dann Wiesenlärche, dahinter dann Larox auf dem dritten Platz, dahinter Teddy Lee mit Ayla vor Orela und Oriental Cat. Vorläufiger Richterspruch, erste Rennen Prix German Tot. Siegerin ist die 3, Lacrimosa. Auf dem zweiten Platz die 7, Wiesenlärche. Drittes Pferd die 3, Larox. Und auf dem vierten Platz ist die Vergrößerung der Zielfotografie erforderlich zwischen der 5, Teddy Lee und der 6, Ayla. Vorläufiger Richterspruch, erste Rennen Prix German Tot. 1, Lacrimosa, 7, Wiesenlärche und 3, Larox.